So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, der Jens. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien. Ich sitze immer noch in Griechenland und deswegen geht's auch weiter mit unserer kleinen Serie über die Griechen. Beim letzten Video war das Delta dran, heute geht's ums Gamma. Also, was ist das Gamma? Das Gamma ist quasi der kleine Bruder oder die kleine Schwester des Deltas, wenn wir sagen, das Delta ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Option bewegt, dann ist das Gamma die Beschleunigung, nämlich wie schnell ändert sich die Geschwindigkeit. Und das ist auch das, was das Gamma macht. Das Gamma drückt aus, wie schnell verändert sich das Delta oder wie verändert sich das Delta einer Option, wenn sich der Preis des Underlyings verändert. So. Ich persönlich schaue eigentlich relativ wenig auf das Gamma als solches, das heißt die Zahl selbst, die schaue ich mir weniger an, ganz im Gegensatz zum Delta. Aber es ist natürlich wichtig, dass man weiß, welche Auswirkungen hat das Gamma. Und zusammengefasst kann man eigentlich sagen, oder auf den Punkt gebracht kann man sagen, je kürzer die Restlaufzeit einer Option ist, umso größer ist der Einfluss des Gammas auf diese Option. Das heißt, diese Optionen haben eine höhere Gamma-Sensitivität. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, diesen Begriff? Und das sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass wenn Optionen mit einer sehr, sehr kurzen Restlaufzeit ausgestattet sind, dass sie dann sehr, sehr stark auf Bewegungen des Underlyings reagieren, egal wie weit weg sie vom Geld sind, das heißt selbst Out-of-the-Money-Optionen. Und deswegen gibt es auch Händler, die beispielsweise dann mal kurzfristige Optionen kaufen, also zum Beispiel Weeklies, wenn sie eben erwarten, dass eine Bewegung in ein, zwei Tagen kommt, dass irgendwie eine Firma ein Produkt vorstellt, Tesla bringt ein neues Auto oder Apple bringt ein neues Produkt auf den Markt. Und dann kaufen diese Händler sehr kurzlaufende Optionen, weil wenn sich dann im Underlying was bewegt, dann wird das natürlich oder wirkt sich das extrem auf die Optionen aus. Umgekehrt sehen wir das natürlich genauso beim Optionsverkauf, also wenn wir beispielsweise Earning Trades machen, dann sehen wir das ja auch, dass manchmal, wenn die Bewegungen größer sind als ursprünglich gedacht und ursprünglich eingepreist, dann verändern sich die Optionen ganz extrem, weil wir haben ja in der Regel sehr kurzlaufende Optionen, das heißt Weeklies. Und wenn dann eben mal eine Bewegung kommt, die dem 3- oder 4-fachen der Standardabweichung entspricht, haben wir ja alles schon gesehen und wird auch immer wieder passieren, dann sehen wir ja, wie extrem stark sich diese Optionen bewegen. Und das ist eben hauptsächlich zurückzuführen auf das Gamma. So, für mich hat das die Konsequenz, dass ich eben sage, dass ich im normalen Geschäft, das heißt also außerhalb der Earning Trades, wo man ja bewusst kurzfristige Optionen einsetzt, aber bei allen anderen, dass ich da beim Verkauf von Optionen möglichst keine kurzlaufenden Optionen nehme, weil man eben sonst wirklich schnell von irgendwelchen Bewegungen überrascht werden kann, gerade auch im Future-Bereich. Also ich würde im Future-Bereich niemals Optionen mit 10 Tagen Restlaufzeit handeln. Warum? Wenn dann mal eine Bewegung im Underlying kommt, stellt euch vor, mal sowas im Gold oder im Öl, kommt mal 3-4% am Tag, das ist ja nichts Außergewöhnliches, dann explodieren euch die Optionen in eurem Depot und wenn ihr sie short seid, dann ist das natürlich eine schlechte Sache. Deswegen immer ein bisschen längere Laufzeiten wählen, haben wir ja schon darüber gesprochen, Aktien 45 Tage ungefähr, bei Future-Optionen, also bei Aktienoptionen 45 Tage ungefähr, bei Future-Optionen 60 Tage bis 120 Tage und ganz wichtig, diese Optionen eben nicht auslaufen lassen. Also nicht warten, bis das Gamma immer mehr ansteigt, sondern eben versuchen, diese Optionen vorzeitig zurückzukaufen. Das heißt also, wenn bestimmte Gewinnziele erreicht sind, 50% bei Aktien- und ETF-Optionen, 20% Restwert bei Future-Optionen, dann kaufen wir die Optionen zurück, schließen das Ganze, um ganz einfach dieser Gamma-Sensitivität aus dem Weg zu gehen. So, das war also heute ein kleiner, kurzer Blick ins Gamma. Ehrlich gesagt, so viel mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen. Man muss einfach wissen, was macht das Gamma, welche Auswirkungen hat es. Aber ich habe persönlich bei mir in meinen Options-Chains, also egal ob in der TWS oder in anderen Plattformen, diese Gamma-Spalte komplett gelöscht. Ich schaue mir die nicht an, weil ich weiß halt, okay, kurze Laufzeit, hohe Gamma-Sensitivität, lange Laufzeit, geringe Gamma-Sensitivität. Das ist alles, was man darüber wissen muss. Ja, ich trinke noch einen Eiskaffee. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, servus, macht's gut, bye bye.